So. Der geht daher. Dann müsste ich wahrscheinlich drüber springen. Ist das schon mega böse gemacht. Alter, schön. Nicht über das Dingens drüber springen, sondern über den Drachen, habe ich gemeint, Gianna. Du sollst über den Drachen springen und nicht über die Plattform. Einmal, wenn sie tut, was ich sag, ist es auch falsch. Servusle zum weiteren kleinen Projekt, zu einem weiteren Gianna Sisters Hack. Wir zocken Frankies Horror Trip 2. Jawohl, nachdem der erste Teil ja schon so glimpflich abgelaufen ist. Nee, als kleiner Vorgeschmack auf jenes Game, welches uns erwarten wird, also welches Merlin und Monty Mole momentan in der Mache haben quasi. So, press 1 for 1 and 2 for 2 players. Ich bin natürlich alleine. Drum spielen wir auch alleine. So, ich bin gespannt. Steuerung scheint schon mal zu funktionieren. Ist das schon mal ein gutes Zeichen hier? Das ist doch schon mal sehr gut. Oh, sehr schön. Die erste Hürde. Feuer. Fängt schon gut an und unten ein. Minimal kleiner Bonusraum. Kann ich da rein? Jawohl. Bonus! Ja, Gianna Sisters hat man jetzt schon länger nicht mehr. Zumindest einen Hack von. Bin gerade überlegen, wann war das letzte Gianna Sisters Projekt? Na wohl, ist geil, so lange her. Das letzte größere Gianna Sisters Projekt war wohl das Re-Let's Play von Gianna's Return. Oh, ist das böse hier gemacht? Man sieht noch nicht mal ein Bo... Oh, Elefanten! Elefanten. Ja, genau. Und Spinche. Spinche, wie habe ich es vermisst? Wie habe ich das vermisst hier? Diese Hardcore-Hex. Ja, wie habe ich es vermisst? Unglaublich. So, Elefant allerhand. Ich glaube, den kann man gar nicht bashen, oder? Und das Bienchen, Mann. Kommt es zurück, das Bienchen? Natürlich kommt es zurück. Und der Zipfelkäfer, verdammt. Oje, oje. Oh, das scheint ein spaßiger Hack zu werden. Das scheint lustig zu werden hier. Na gut. Wie ihr mitbekommen habt, ist es für mich blind. Und zwar vollkommen sowas von blind. Blinder geht's nicht. Die Biene kommt dieses Mal nicht zurück. Da ist sie. Alter, war das Glück. War das Glück. Es ist mies, man sieht den Boden nicht. Es ist so, als würde man schweben. Aber es liegt einfach nur daran, dass diese Statuen, auf die wir da stehen, schwarz sind. Genauso wie der Hintergrund. Das ist böse gemacht. Ja, genau. Das ist wirklich ein Horrortrip. Alter, ist dieses Game schon wieder böse. Und wir sind gerade mal im ersten Level. Mann. Oh, das kostet wieder Nerven. Das kostet Nerven. Komme ich da runter irgendwie? Ich will da nicht von oben rüber springen. Das wird nix. Nerven. Och, du Scheiße. Firewire. Habe ich jetzt deinen Kopf angehauen, dann bin ich Down-Syndrom. Es klappt. Hammer. Hammer, wo ist der Levelausgang? Oh, da. Drache im ersten Level, Alter. Was ist denn das? Oh, die Zeit, Alter. Die Zeit. Die pisst mir ans Bein. Wie komme ich denn da rüber? Wie soll ich denn an diesem scheiß Drachen vorbei? Kann mir das mal einer verraten? Ich meine, so viele Items haben wir jetzt auch nicht gefunden. Dass ich ihn hätte abballern können. Hier ist schon mal keins drin. Jetzt bekomme ich ja eh keins mehr. Also den Schuss meine ich. Oh, Mann. Ja. Mal wieder ist der Name Programm in diesem Hack. Frankies Horror Trip. Und ich stelle mich der Herausforderung. Dankeschön. Ja, wieder auf. Wieder auf. Wieder aufpassende Zuschauer. Nein, wie der geneigte Zuschauer merken wird, spiele ich hier mit unendlich viel Leben. Anders wag. Oh, verdammt. Wollte nicht springen.
anders wage ich mich nicht an derartige Hex. Ist besser so, schont meine Nerven. Schont. Ja, es bewahrt mich vor sehr, sehr viel Schneiderei. Und im Grunde ist es ja vollkommen egal, ob ich euch die Parts zusammenschneide. Oder ob ich hier gleich cheate. Ist für mich einfacher, für euch macht es keinen Unterschied. Es sei denn natürlich, ihr wollt partweise sehen, wie der Doschen immer und immer wieder dasselbe Level zockt. Können wir machen. Nee, machen wir nicht. So, jetzt lass mich hier mal überlegen, wie komme ich an dem Kunden hier vorbei? Der geht daher. Wann ist denn der bitte überspringbar hier? Und die Zeit ist schon wahnsinnig knapp, ne? Oh, verdammt, fällt sie da durch? Doschen, du bist mal wieder in der Hölle angekommen. Nein, wir sind nicht in der Hölle, wir sind in den 80ern. Ja, wobei, wenn ich mir die Mode von damals so ins Gedächtnis rufe, da war die Hölle nicht weit weg, ne? Das ist gleich nebenan gewesen. Knallbunt, auffällig und bescheuert musste es sein. Dann war's cool. So. Ach, Menno. Erste Stage darf doch nicht wahr sein, dass mich hier bereits die erste Stage schon zu Weißgut treibt. Nein, so weit lassen wir es nicht kommen. Aber Doschen wird ungeduldig und Ungeduld führt zur Failerei. So. Ich habe mir gesagt, ich würde gern alle Chiana Sisters Hex zocken, alle, die halt momentan so bekannt sind. Oh, Minion, warum geht denn das jetzt nicht mehr? Vorausgesetzt natürlich, die Community da draußen, die Fangemeinde, die Fanbase, die Chiana Sisters Fanbase, fängt jetzt nicht an, Chiana Sisters Hex rauszuschmeißen ohne Ende. Es kamen zwar ein paar neue dazu in den letzten Monaten, aber es hält sich noch alles in Grenzen, es ist noch übersichtlich. Also wäre es möglich oder durchaus möglich, die alle zu komplettieren. Da ist ein Item drin, ja, Milex. Das wäre das zweite Item gewesen. Dort hätten wir quasi den Blitz bekommen und hätten den Drachen abballern können. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil hier ein Check the Point ist. Ein unsichtbarer Check the Point. Ist alles ziemlich stressig. Man sieht auch, Check the Point ist nicht immer mein Freund. Na gut, er hilft uns hier zwar. Aber ich bekomme kein zweites Item mehr. Das bedeutet, ich kann den Jungen da hinten nicht abballern. Verstehe nicht ganz, wie wir darüber kommen sollen. So, der geht daher. Dann müsste ich wahrscheinlich drüber springen. Ist das schon mega böse gemacht. Alter, schon nicht über das Dingens drüber springen, sondern über den Drachen, habe ich gemahnt, Chiana. Du sollst über den Drachen springen und nicht über die Plattform. Einmal, wenn sie tut, was ich sag, ist es auch falsch. Was soll's. Müssen wir uns ein bisschen anstrengen hier. Wäre fast schon wieder daneben schiefgelaufen hier. Wäre fast schon wieder daneben gesprungen. Müssen wir uns hier ein bisschen anstrengen. So nicht. Doschen, so nicht. Na gut, das war jetzt keine Anstrengung, das war Dummheit. Aber erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, ne? Das muss ja auch drin sein irgendwo. Hier geht's nur unten lang. Ich schaffe das hier nur unten lang. So. Ich traue mich nicht oben lang, weil ich mir sonst bitte bloß den Schädel anhau. Und dann wieder abschmier. So. Das hier ist halt auch mega böse, ne? So bekomme ich das Item nicht. Verdammt. Brauchen wir das Item überhaupt? Brauchen wir das Item? Es nützt mir eh nichts. Zumindest im Moment nicht. Es nützt gar nichts. Wenn, dann bräuchte ich die Ballerfunktion, also sprich den Blitz. Den habe ich schnell. Den kriege ich schnell. Herr von Zitzewitz, ich hätte gern einen Blitz. So, Vorsicht. Und rüber. Oh, verdammt, zu langsam. Oder zu früh, oder zu schnell, oder zu irgendwas halt. Es hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ja. Gameplay vom Feinsten.
Boschens gilt mal wieder eine auf. Ja, es ist Gianna Sisters Hacktime. Was habt ihr anderes erwartet? Ich sag jetzt nichts. Sämtliche Fails, die in anderen Projekten am Ende eines Games kommen, weil die Games dann schwerer werden, die verballere ich hier bereits im ersten Level. Ist ja nett. So. Und drüber und rauf. Und hier am besten runter. Ganz langsam vortasten. Rauf. Jawohl. Und rüber. Jawohl. Und jetzt gucken, wie man da rüberkommt. Das will ich nicht so ganz verstehen. Ja, schon kurios, unser Genosse Drache. So in etwa muss es gehen, Mensch. Ein Part fürs erste Level? Das darf doch nicht wahr sein. Oh, das wird ein lustiges Let's Play. Ich dachte ja, hier mal schnell kurz einen Gianna Sisters Hack zocken. Mit 5-6 Parts, aber ich glaube, verdammt. Ich glaube, das werden mehr. Es sei denn, die Entwickler, die Hackersteller, werden mit der Zeit gnädiger. Das ist natürlich möglich. Vielleicht wollten sie hier im ersten Level nur zeigen, zu was sie fähig sind. Schau mal, Papi, ich kann ein sauschweres Level bauen. Sehr schön, Kevin, sehr schön. Gut gemacht. Aber hier am Ende kommt, muss noch ein Drachen hin. Sonst ist es zu einfach. Okay, Papi, mach mal. So in der Art stelle ich es mir vor. Im lustigen Entwickler- bzw. Hackersteller-Wohnzimmer. Jawohl. Auf ein neues. Zu langsam. Verdammt, Alter, das war doch bloß ein Pixel, oder? Das war nur ein Pixel daneben. Das hätte fast funktioniert. Aber nur fast. Nur fast ist halt eben nicht, ne? Tja, ich hoffe, dass der Hack überhaupt durchspielbar ist. Er ist auf jeden Fall durchfallbar. Im Großen und Ganzen gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Doschten zockt Giannis ist das und kackt ab. Das ist, ja, schon irgendwie normal auf diesem Kanal. Doschten lässt Federn in einem Giannis ist das Hack. Exklusiv auf dem Doschten seinem Kanal. So. Jetzt gucken wir mal. Wenn ich zu früh losspringe, beißt er mich. Wenn ich zu spät losspringe... Verdammt! Das war noch jetzt gut und trotzdem hat es nicht geklappt. Wie soll das gehen hier? Den Drachen am Ausgang positionieren. Lustige Idee. Frankie, oder wer auch immer diesen Hack erstellt hat. Super gemacht, Alter. Super gemacht. Da freut sich mein Zockerherz. Nein, durchgerutscht. Fast eine Viertelstunde, immer noch im ersten Level. Sehr schön. Ja, ich könnte den ersten Part natürlich auch löschen. Und das Let's Play von vorne beginnen. Und so tun, als wäre es blind. Aber das ist halt nicht meine Art. Sowas mache ich halt nicht. Und darum dürft ihr euch hier diesen Fail-Part gleich zu Beginn reinziehen. Was macht jetzt da der Elefant unten? Ich glaube, es hackt hier. Jetzt kommt da noch so ein Elefantchen, oder was? Benjamin Blümchen hier im Pilzkönigreich. Am Loch. Juloi, da es ja kein Livestream ist, kann ich auch nicht sagen, gebt mir mal ein paar Tipps und schreibt sie in die Kommentare. Das bringt mir ja gar nichts. Weil wenn ich die lese, dann habe ich es wahrscheinlich schon selbst geschafft, selbst rausgefunden. Muss nicht sein. Kann sein, dass ich diesen Part beende, ohne dieses Level abzuschließen. Doschten, es gibt doch noch einen Haufen. Tja, das ist der 6, oder nicht? Es gibt doch noch einige. Warum hast du den genommen? Warum? Weil wir den ersten Teil auch schon gezockt haben. Und da wollte ich jetzt nicht mittendrin mit dem anderen anfangen. Immer schön der Reihe nach. So, hab irgendwas im Auge.
Gefällt mir nicht. Eine Wimper macht sich hier vom Acker und nervt mich hier. So. Okay. Skill mal einen auf. Ja, es hat noch nicht mal was mit Skill zu tun. Selbst wenn ich Skill hätte, wüsste ich nicht, wie ich an dem Drachen vorbeikomme. Gut, ich muss schneller sein. Das habe ich schon verstanden. Das gibt's doch nicht. Wie soll das gehen? Geht's da überhaupt raus? Ist das so ein One-Level-Hack? Geht's bestimmt. So richtig schön trollig. Dankeschön. Das alte Gian, das ist das Leiden. So ein One-Level-Hack wäre auch mal was. So tun, als gäbe es einen Ausgang, aber es gibt keinen. Hardcore-Trollerei quasi. Ja, ich gehe nicht davon aus. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Spiel hier, dieser Hack, ganz normal durchspielbar ist, wie alle anderen Hacks auch. Hoffe ich doch. Sonst haben wir ein Problem, ne? Sonst haben wir im wahrsten Sinne des Wortes ein Problem. Das gibt's doch, ne? Geil. Geil, geil. So. Also sollten die Hackersteller zuschauen, ne? Sollten die Hackersteller zuschauen, sei darauf hingewiesen, unten in der Videobeschreibung findet ihr meinen Donation-Link. Und ich hätte gern ein bisschen Schmerzensgeld. Bisschen Schmerzensgeld donaten, bitte. Aber das hier ist nicht mehr lustig. So, auf ein neues. Warte mal, wenn der nach oben geht, komme ich dann unten durch. Nein, der geht nicht weiter nach oben. Der macht immer dasselbe. Wir haben es. Heili. Geili, Alter. Fast 17 Minuten, um an den Drachen vorbeizukommen. So, Stage 2. Stage 2. Gibt es hier auch wieder unsichtbare Löcher und sowas? Also unsichtbare Löcher. Fake-Boden quasi. Gibt es hier wieder Fake-Boden? So. Oh, das hier ist auch nett. Aber es klappt. Oh, Feuer, das habe ich jetzt nicht gesehen. Dieses Rot und Grün, das beißt sich irgendwie. Das Rot kommt gar nicht richtig zur Geltung. Firewire. Na gut, auf ein neues. Krieg ich jetzt noch ein Item? Ja, ich krieg's noch. Na gut. Das heißt, ich muss daher... Oh, ein Blitz. Ein Blitz. Komme ich da unbeschadet runter oder sterbe ich? Nein. Oh, ein Blitz. Was ist denn jetzt los? Item-Gespamme. Wer macht denn sowas? In einem Hack? So, abgeballert. Oh, oh. Das hier ist halt auch wieder mega böse. Verdammt, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Die spielen schon wieder mit den Fehlern des Spiels. Sie spielen schon wieder mit den Fehlern des Spiels und machen... Oh, was ist denn jetzt da los? Hä? Hat sich das Level verändert? Wir sind doch immer noch in Stage 2. Die Levelarchitektur hat sich verändert. Der Levelaufbau ist ein anderer. Ist ja interessant. Weil ich so und so viel Leben verloren habe, oder? Wieso? Na gut, muss es recht sein. Gehen wir halt hier durch, aber interessant ist es trotzdem. Oder habe ich einen Checkpoint erreicht? Kein Plan. Keine Ahnung. Oh, der nächste Drache vom Exit. Mann. Dieses Mal aber nicht. Dieses Mal nicht. Oh, wir haben das zweite Level geschafft. Hammer. Es geht aufwärts, Leute. Es geht aufwärts. Ja, genau. Und. Genau. Auf die Kante durchgerutscht. Oh, das wird lustig. Hier muss man wieder zweimal springen. So. Geschafft. Oh, bloß nicht so weit, sonst komme ich da nicht mehr durch hier. Nein, spring halt. Oh, muss ich jetzt hier von Biene zu Biene? Wollt ihr das jetzt wirklich haben in diesem Game? Geht es überhaupt? Und spring.
Das ist doch gar nicht möglich hier in diesem Game, oder? Von Gegner zu Gegner springen? Das geht doch gar nicht. Was muss ich jetzt tun? Oh Mann, ist das tricksy. Nein, das... Ach, ich kann dazwischen stehen. Ach ja, stimmt ja. Die Hitbox ist ja kurios in dem Game. Ich vergaß. Ja, na gut. Wir müssen uns eine sichere Lücke suchen. Mut zur Lücke, Gianna. So. Und nun dasselbe nochmal. In der Hoffnung, dass es klar... Oh, der Gummizipfel. Mann. So. Um ein Item, natürlich im letzten Block. Natürlich. Wo denn sonst? Ich möchte gerne da oben rauf. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. So, jetzt da hinten hin. Nicht so weit. Ja, nicht so weit ist anders. Doschen, nicht so weit, sieht anders aus. Oh, hier gab es bereits einen Checkpoint. Ist jetzt hier noch ein Item drin? Natürlich, ne. Oder komme ich gleich da? Ne, ich gehe lieber oben rum. Oder auch nicht. Komm, geh auf. Gianna, geh halt auf. Dankeschön. Jetzt daher. So wollt ihr es machen. Von Anfang an. Und das Bällchen. Das Bällchen ist auch da. Komm ich da rauf? Ja. Ja, genau. Schnapp, Piranha. Und geschafft. Hier, das sind diese Statuen, die man nicht sieht, wenn der Hintergrund schwarz ist. Okay. Mein Freund, der Ball. Oh, jetzt wird's wieder geil. Verdammt. Ich wollte jetzt ganz cool unten durch. War wohl zu langsam. Na komm, diese Stage schaffen wir noch, bevor der Part zu Ende ist. Schaffen wir noch. Komm schon, Doschen. Ich weiß, du schaffst es. Drei Level in einem Part ist halt schon schlecht. Da wird dieses Projekt viele, viele Parts fressen. Wie habe ich das vorhin gemacht? Drüber. Und jetzt unten durch. Verdammt. An die Kante stellen wahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit eh mal auf der Kante, wa? Sups. Ja, vom Feuer hat er doch schon Respekt hier, ne? Tja, das ist das Respekt. Respekt. Verdammt. Das war Ungeduld. Hätte ihr ein bisschen warten müssen. Zum richtigen Zeitpunkt springen. Mit dem richtigen Timing. Komm schon, geh dann auf. Jawohl. Und rüber, nicht so weit. Jawohl. Sonst gibt's wieder Haarflambe. Röst, Gianna. So. Und springen. Ups. Knapp. So, ist der Scheiß. Jetzt muss ich eigentlich nur ein bisschen an die Kante kommen, aber das ist geil einfach. Es geht. Und drüber. Übers Bällchen. Der Zipfelkäfer, der macht mir schon wieder Bauchschmerzen. Und der Elefant. Allerhand. Wo ist denn der Zipfelkäfer hin? Entspawned. Hammer. Schaffen wir noch ein Level? Zumindest schauen wir uns Stage 4 nochmal an. Oh. Was ist denn Diddy hier? Ach komm schon. Jetzt beginnt die Trollerei. Ja, als wäre sie nicht vorher schon da gewesen. Ups. Mann. Trollerei ist auch dabei. So, jetzt. Und nochmal. Elefant. Und mein Freund, Gummizipfel, alles unbeschbare Gegner, im Konvolut quasi. Ist untenrum klug oder kommt da was Böses mit Sicherheit? Wahrscheinlich kommt eine Biene oder so. Nein, der Zipfelkäfer, ich komme da nicht drüber. Alter, hab's geschafft. Heili, geili. Hätte ich nicht gedacht.
Oh, das hier ist auch mies. Die Biene. Kommt bestimmt die nächste Biene. Na mal, was ist los? Oh, oh. Das schaffe ich doch auch niemals, oder? Mit Anlauf und Hieronymo! Nein, nicht so weit. Hieronymo! Geschafft. Fuckbug. Der Fuckbug. Mein Freund, der Fuckbug. Scheiße, Alter, die Zeit. Die Zeit pisst mir ans Bein. So, und raus. Levelausgang. Heili, geili. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt versuche ich hier die Pause-Taste zu finden. War das hier? Nein. War das hier? Nein. Hat keinen Pause-Modus. Na gut. Egal, dann beende ich jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch wieder dabei. Und bis dahin sage ich Servusle. Eier Doschten.